wir müssen auch mal irgendwann dieses Dings da spielen. Ja, ja. No one survived. Das will ich unbedingt spielen. Und ich hätte gerne noch jemanden mit dazu. Vielleicht den Grave? Klimper mit den Augen? 15, glaube ich. Ja. 15 Euro. No one survived. Man muss mal gucken. Aber erst noch nicht kaufen, bevor du es kaufst. Wir müssen erstmal einen Termin finden, bevor wir irgendwann mal was starten. Nee, kaufen tust du es nicht. Ja. Hau den Müll da hinten. Ausgeglichen. Größtenteils positiv. That was refreshing. Oh. Ist so ein bisschen wie was von H1Z1. Deswegen will ich es. Ich habe doch mal gesagt, ich will das gerne kaufen. Aber das Rooted wird, glaube ich, so ähnlich. Ja, was hat mir da nicht gefallen? Was hatte ich da geschrieben gehabt? Oder habe ich da nichts dazu geschrieben gehabt? Ich glaube, hast nichts geschrieben. Da war was, was mir nicht gefallen hat. War. Bei Rooted war. Ich stehe noch bei der Schaufel. Hey. Oh, okay. Was war eigentlich der Plan gewesen? Wir sind doch hier zur Base. Zur Baumbase hoch und dann? Vielleicht wolltet ihr einen Chip abgeben? Ich weiß nicht, war doch also wir waren noch dabei. Wir waren doch noch beim Burgle. Ah ja, und was haben wir da gemacht? Ich weiß nicht. Habt ihr das? Wo sind Sachen hier? Ich schaffe den letzten Superschall. Ja, wir müssen jetzt zum. Also. Wir müssen jetzt die Ameisen. Theoretisch. Machen, ne? Ameisenhöhle. Oder man könnte auch den Spinnenboss machen. Das ist aber völlig Wurst, was wir da jetzt zuerst von machen. Um ehrlich mit zu Ameisen, weil ich glaube, da brauchen wir doch eh noch Materialien auch für bessere Ausrüstung. Ich wäre wirklich das, für die Spinne. Das ist also ja, theoretisch ja, aber das schwarze Ameisenzeug ist auch nur Tier 2. Okay. Also es ist nicht höher, es wird nicht höher gerade. Ich glaube, danach kommt das erst, wenn wir dann zum Sand gehen. Da kommen dann erst Tier 3 Sachen und so bei der Spinne könnten wir dann theoretisch auch schon Tier 3 Stuff machen. Die Sache ist nur, habt ihr alle diesen Anti-Gift Kladderadatsch, Patsch, Bum-Bum. Wie heißt das denn? Mutation. Nicht gucken. Also ich hab's, weil ich hab ja zwischendurch mal immer mal gefarmt und auch Spinnen getötet. Der feine Herr hat. wie kann man das nochmal gucken? Mein Spiel, ich hab alles. War im Datas, OS, die Karte herstellen. Giftresistenz ist das. Status. Oder? Status ist es. Status? Giftresistenz. Ja, theoretisch reicht auch Stufe 2. 3 ist halt besser, aber. Ich hab nur 1. Wo finde ich denn das? Den wo sehe ich das? Ich sehe es mal wieder nicht. Unten, das ist recht weit unten. Giftresistenz habe ich auf 2. Oh, wow. Immer noch. Komm, wir gehen mal ganz was runter, die blöde Spinne killen. Hast du einen Bogen? Hab keinen Bogen. Warum habe ich keinen Bogen? Wollt ihr nicht erst schlafen, weil dann schlafen die. Wenn wir wieder aufstehen. Hey, hatte ich hier nicht einen Bogen? Ich bin in der Base, ich kann mich hinlegen. Okay, dann kommen wir immer mal pennen. Pennen! Schlaf, irgendwie, schlaf. Irgendwie hier, ne? Ach nee, ich wollte das nicht verschieben. Shit. Ich drück an. Von Survival zu Survival Game immer mal was anderes. Aber das Dino-Game ist an sich voll cool. Es macht auch Spaß aus. Es ist halt echt bockenschwer. Alle. Oh, Katze. Oh. Dr. Schmechter, these... Director. Director Schmechter, these specimens are the breakthrough we've been looking for, just like you predicted. We're close to eliminating the raisoning problem. Our team was up all night recalibrating the spacer. I see. Of course, my hypothesis was correct. I hope all of you remember this moment the next time you question my methods. Now then, what progress has been made on Covalent space expansion? How did Dr. Wendell Tully, a lifetime failure, best the brightest minds at Ominent? Yes, sir. We're still working on that formula. I know it's been months, but the Embiggen process is far more complicated and dangerous than we predicted. Too bad for you, little ones. Prepare the specimens for termination. This isn't what I signed up for. Enough.
another vision. Wieder ein deutscher Wissenschaftler. Okay, aber Dr. Schmechter. Dr. Schmechter was the person experimenting on. Okay, da redet er gerade. Das ist aber immer so, immer die Deutschen. The scientists mentioned something called immer die bösen Wissenschaftler. Could this be connected to Dr. Tully? Maybe Burgle knows more. Oh nee, wir haben keine Larvenstachel mehr, wirklich. Aber interessant gerade, ich habe erst gedacht, das wäre ein Baby. Aber das ist gar kein Baby, wir sind ja klein gewesen. Oder diese Person war ja klein gewesen. Was hast du gesehen, als der umgefallen ist, da waren die Füße recht lang. Also wir sollen zu Burgle. Ja. I'm not picky. Habe ich was Vernünftiges zum Mampfen hier? Mal wieder nix. Nichts zum Essen hier. Doch, hier ist doch was auf dem Grill. Also cool. Ihr wollt ja jetzt eh nochmal Spinnchen töten, ne? Ja, nochmal 2, 3 Spinnis umhauen. Okay, ich gehe mal kurz ein paar Larven sammeln, weil ich brauche Larvenstuff. Das sind sofort eine Axt. Ich weiß nicht mehr, wie das alles hier geht. So verbrauchen drücken. Ich hab's vergessen. Schon zu lange her. Das ist echt eine Woche. Eine Woche her, alles vergessen. Tastes good. Okay, Alzheimer. Gehen wir zum Spinnen? Ist mein Fallschirm noch da? Nein, ich habe gar keinen Fallschirm. Wie level ich denn die Giftresistenz? Einfach die Spinnen killen. Einfach nur Spinnen. Okay. Mhm. Ich glaube, 10 Stück brauchst du insgesamt für Stufe 3. Das Ding wollte wieder nicht aufgehen. Ist der Eingang bei dir? Bei mir ist der Eingang, ja. Ach, wie viele Pfeile habe ich? Das sind 2. Ja, aber wenn sie schlafen, gut, dann gehen wir wieder auf die Position, wo wir letztes Mal gewesen sind. Ich habe nur 15 Pfeile. Ah, das ist nicht gut. Ich habe ein paar mehr. Ich kann dir ein paar geben, warte. Kann ich die auch mal teilen? Stapel fallen lassen. Ich gebe dir mal den ganzen Haufen hier, ist egal. Wo ist denn der Stapel fallen lassen? Wo ist das Stapel fallen lassen? So, bitteschön. Ich kann dir auch noch ein paar geben davon. Ist egal. Wir werden das schon schaffen. Ich hab bei Smallland schon genug Spinne gehabt, ey. Die finde ich hässlich. Von der Eingriffsanimation her. Oder es war einfach nur ein Bug bei mir. Jedes Mal, wenn ich die geschlagen habe, sind die wie in den Boden reingewibbelt und der ganze Körper hat rumgewappelt. Nee, bei mir nicht. Bei mir, ich hatte auch kein Problem. Los, komm, losgehen. Was? Problem hat die auch nicht mit den Dingern aus. Die andere so, was ist denn los? Warum? Was ist denn hier los? Wie sie in sich rumkrabbelt. Oh, jetzt. Ach du, ich hatte es auch sofort, dass da Kollegen sind. Eine Vogelspinne bei uns hat sich gerade schlafen gelegt. Wir uns auch warten, ganz kurz, bevor die sich bewegt. Ja. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss auch erstmal gerade mit der Steuerung wieder klappen. Ich will mal F drücken. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, warum die ganzen Survival Games meinen, dass das immer geändert werden muss. Und muss. Das ist ja Erneuerung, innovativ was Neues zu machen. Okay. Oh, keine Pfeile mehr. Ach, geh mir eine Axt drauf. Autsch! Du stehst voll davor. So, ein Schuss noch, dann ist die eine schon mal weg. Wir können sie auch bekämpfen. Warum habe ich eigentlich die blöde Fackel in der Hand? Also, ich will schießen mit der Armbrust. Warte mal, wo ist mein Schild? Oh, mein Schild. Na toll. Ein Schlag ist das Ding kaputt. Mist, das hätte ich gekämpft. Hast du ein Schild, was funktioniert? Ja. Dann gekämpft. Ich warte jetzt kurz, bis der Grave hier zu Ende geschossen hat. Warte mal, einen hatte ich, glaube ich, noch. Den hat sie mir ja in den... Rücken im Hinterkopf. Nee, hast du wieder aufgesammelt. Du Schuft. Ein Pfeil. Kann ich. Oh, die benutze ich aber nicht. Das sind die teuren hier. Federpfeile. Bist du bereit? Oder? Wie war die noch? Oh.
Komm her. Aua. Aua. Er hat mich auch getroffen. Das Gift ist echt heftig von der. Hm. Muss ich auch nochmal heilen. So, letzter Pfeil. Wie viel hat ihr denn noch? Noch 3 Balken. Oh wow, nur? Mhm. Könnten wir eigentlich. Hast du oben Safe Point gesetzt? Ich hoffe es. Geronimo! Bist du voll? Nö. Au. Ich hab nicht mehr so viele Pfeile, du hast den Rest aufgesammelt gehabt, glaube ich. Okay, sorry. Ich fall um. Gift war zu stark. Was ist denn los? Da spielt jemand. Befassung. Keine Befassung sein. Nee, das heißt das andere. Epidemic. Ja, du kleine Scheiße. Okay, also. Den können wir doch vergessen. Geht nicht? Nein, du brauchst doch den Schmelzofen. Und dafür brauchst du hier diese Brandsteine, sag ich jetzt mal. Kannst vergessen, da kommst du nicht ran. Ach so, bin ja. Da hingelaufen. Hast du ja für die Füße verbrannt. Ich bin innerhalb von ein paar Sekunden gestorben. Ja, da bin ich da auch mal runtergefallen, wollte dann hochspringen, hab mir auch dann da... Ja, also da müssen wir wirklich, haben sie jetzt anders gemacht. Dass du wirklich erst die Wüste machen musst, wegen der Rüstung. Kann mal zu Burgle gehen? Kannst du den bekommen? Ey, jetzt hab ich ihn, okay. Ja, wir gehen mal zu Bubble. Ich hab gar keine Verbände mehr, muss ich mal nochmal machen. Ah ja, dann gehen wir ins Schwarze Arme irgendwo. Wer hat gerade eben nochmal gefragt, was das für ein Spiel ist? Glaube ich, Anton hat gerade gefragt gehabt, welches Spiel das ist. Grounded spielen wir auch schon seit 3 Jahren? Oder wie viele Jahren schon? Ja, haben es immer noch nicht geschafft, fertig zu spielen. Seit Release. Ja, okay. Seit Early Access. Seit Early Access, genau. Wollte ich gerade sagen, seit Anfang an spielen wir das Spiel. Oh, klar, wir konnten es auch nicht zu Ende spielen, weil. Ach nee. Das Spiel ist ja erst später fertig geworden. Wir haben das ja, Staffel 1 haben wir ja aufgehört, wo war es ja noch in der Early Access? Ich glaube, wir haben aufgehört, da ist gerade der Sandkasten dazugekommen. Nee, den Sandkasten haben wir auch gemacht. Naja, den haben wir noch erkundet und danach haben wir aufgehört. Und dann hat es ja aber eine Weile gedauert, bis ein bisschen was mehr dazu kam, was jetzt hier noch gibt, hier die Mantis als Boss und sowas, das gab es ja da noch nicht. Weil die gerade die Frage im Chat ja war und ich wollte nur mal darauf antworten, Grounded ist ist der Vorreiter von Smallland. Smallland kam später. Das Spiel ist hier 3 Jahre alt ungefähr. Die muss, glaube ich, eine Karte geben, ne? Oder so. Oder ich hätte so eine. Ah, ne, warte mal, ich hätte so einen Teil gehabt, das hatte ich. Krieg ich ja so Special-Punkte, ne? Ah, wie gesagt, gehen wir halt das Ameisenlabor machen. I don't feel pain, but. It is nice to see Ape. How can I help you today? How can I be of assistance? If they were following the Omnid Practical Science Manual, it is likely they were of the shrinking process, of which there are a few. Short-term memory loss, constipation, dehydration, among other minor ailments.
for the long-term side effects. Nothing to worry about, my friend. You are looking for sure. Ich hab uns mal Schmusis hergestellt für den Dungeon. Hey, Project Orc? That is certainly not something that Dr. Tully ever discussed with me. Ominent requires its scientists to use code names for their projects. Eventually, the marketing department gets involved to spice it up. I heard one scientist just used American state names in chronological order. Laughing out loud, what a magnificent scheme. But I digress. Whatever Project Orc is, the name does not sound good. Director Schumacher, the head of the science division, Dr. Tully's disdain for Director Schmechter was even more than his disdain for soggy French fries. They had many disagreements over the years over the direction of the science division. If Schmechter is involved, I can assure you he is. That is what Dr. Tully would say. I have never met the Jap, and so must reserve judgment. Reasoning is an advanced form of dehydration and an unfortunate side effect of the shrinking process on humans. It appears to become worse with each subsequent use of the spacer. Even without prolonged use, it is a degenerative malady that has no cure at this moment. At the time of his disappearance, Dr. Tully himself was keenly experiencing the side effects of reasoning and was actively working on a solution. That research is currently on hold. Good news for you, however. Ocular analysis indicates a normal number of folds on your face for a human of your age. Dankeschön. So, wir machen hier die Kamera an. How can I help you today? Have an exponent. I don't feel pain, but ow. I don't feel pain, but ow. Was wurde geschrieben? Smallland ist aber länger in der Entwicklung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Also, ob Smallland oder hier ist was zu essen, habe ich gerade eben gekocht. Ich habe noch was in der Tasche. Ob Smallland oder Grounded, beides hat eine sehr, sehr, sehr gute. Also bei Smallland weiß ich das jetzt noch nicht, aber soweit ich das so im Discord sehe, ist alles sehr gut. Bei Grounded hat eine perfekte, wie sagt man das, eine makellose Entwicklung. Mhm. Perfekt. Die Leute sagen, ey, das ist doof gemacht, das würde ich ändern. Entwickler, ja, machen wir. Wir hätten gerne noch dies und das dazu. Ja, machen wir. Das Einzige, was nie... Eine Spinne. Ja, da unten drunter, ne? Die können wir auch noch umnieten. Das Einzige, was sie bei Grounded nie geschafft haben, zähmbare richtige Tiere. Wir können so Pets-Tiere zähmen, aber die sind, will keiner haben. Warte, nicht anschießen, die kommt hier hoch. Oh, ich hab eine Handgranate hier, Bratwumst. Mach das mal. Nee, behalt die, die brauchen wir. Okay. Ja. Mann, ey, Spielverderber. Spielverderber, echt. Mein Gott. Den schmeißt du doch. Ja, also eine schmeiße, ich hab 3 Stück. Die werden nicht so viel Schaden machen. Ich glaube, die brauchen wir eher zum Sachen aufsprengen, oder was? Ja. Ist das die? Achso. Ja. Scheiße! Alright, Shadow. Das war. Oh. Ich sag ja, die kommt hier hoch. Lass mal aufhören rumzukrabbeln und einfach stehen bleiben, wie alle anderen auch. Wir müssen so viel Schaden wie machen wie möglich. Shit. Die kommt normalerweise hier hoch, das weiß ich. Mädel, bleib stehen. Hm.
Mann, hör auf, dich zu bewegen, du blödes Zappel-Philipp-Ding. Ich schieß die ganze Zeit daneben, echt. Die hat einen guten Ausfallschritt. Normalerweise kommt die hoch, das weiß ich. Ich hab die nicht schon mal angeschossen, da ist sie einfach hier hochgejumpt. Und da war sie hier und dann ist sie mir überall hinterher gelaufen. Hat coole Moves, macht das so einen Move. Wie viel Schaden macht denn deine Armbrust? Also die Armbrust hatte, glaube ich, weniger, mehr Schaden, aber langsamer von der Schussgeschwindigkeit, ne? Ja, wie eigentlich immer. Das ist die Wolfsspinne. Und die Wolfsspinne ist, glaube ich, bei Smallland nicht so stark. Stark schon, aber wir müssen schnell hier runter. Schnell hier runter, bevor der Grave alles einsammelt. Echt, die fand ich echt nicht stark, die Spinnchen. Nee, bei Smallland ging das eigentlich. U ist übrigens nicht C wie bei vielen anderen Spielen, die Innenperspektive, sondern U. Ich glaube, das. Nice and clean. Hast du gerade Pipi gemacht oder was? Hast du sauber gemacht? Gift. Ich habe immer noch nur zwei. Wir müssen noch eine killen. Steht denn das, wie viel man braucht bis zur nächsten Stufe? Gibt keine, glaube ich. Das ist einfach. Okay, ich bin fast zwei jetzt. Kopfsache. Ach, du musst noch. Ach, du bist jetzt. Tut's nicht, aber. Ein Marienkäferchen. Hallo. Wollen wir den umnieten? Ja, komm, hauen wir da rum. Oh, die Schnapper süß. Ja, finde ich auch. Nicht auf den Bann. Voll wütend jetzt. Zwei Ameisen, ja. Oh, wie viel Leben der hat, ne? Ich bin immer wieder beeindruckt. Wenn du reinkommst in die Ameisenhöhle, passt nichts los und wenn du rausgehst, auf einmal alles voll. Guck mal, wie groß der Marienkäfer hier ist und bei Smallland ist er voll mini. Aua! Ich hab einen Marienkäfer drin, ey. Habe ich dich schon geschlagen? Nee. Ja. Ehrlich? Voll erwischt. Müssen wir jetzt nach Hause, ne? Mhm. Ja. Und euch mal entladen. Wo sind wir denn hier gerade? Ach, dein Kessel. Wir müssen aufpassen, hier sind ja die Mücken. Ja. Nicht nur da. Die Mücken müssen schnell genug laufen. Ja, wir sollten hier ein bisschen links gehen. Da kommen zwar ein paar Spinnen, aber die gehen wir mehr nach links. Hast du nicht die Mutation zum schneller Laufen? Weiß ich nicht, ob ich nicht. Essen. Hier kommen jetzt sogar die kleinen Spinnen, die große Spinne, aber die kann man ja schnell unhieten. Wasser. Na, bei uns an der Base läuft auch noch eine groß rum. Aber die Vogelspinne? Ja, die Wolfsspinne. Oh, Vogelspinne, ey, das wäre heftig. Wäre geil, ey. Die wäre 10-mal so groß. Aber das ist immer vor der Vogelspinne hier im weiß nicht, amerikanischen. Würde eigentlich gehen, ne? Kommt drauf an, wo das hier gesiedelt ist, in welchem Bundesstaat von Frankreich. Keine Biene, keine Mücken? Doch, da hinten sind so diese blöden Viecher, ey. Ah, die Spinnen schlafen jetzt. Hä, nee, die sind doch eigentlich nachts aktiv, oder? Die sind eigentlich aktiv. Ah, oh, da ist er. Da ist er, ja, komm her. Hallo. Ah, ich hab kein Schild. Naja, müssen wir sehen, morgen. Ach, gespuckt. Ich hab ein Schild. Ich hab noch nicht mehr viel Leben. Schwede, warum auf mich? Geh weg, ich hab kein Schild. Aua, aua, aua.
Wow. Da kommt die nächste. Oh, hier kommen diese kleinen Scheißer. Na, sollen wir weitergehen, komm. Ja. Scheiß auf die blöden Viecher. Mein Schwert oder mein Stachel ist auch gleich kaputt. Mist. Alles nur Schrott. Geh weg. Keiner mag dich. Also, ich finde die Proportion bei Smallland ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich sag einfach mal frech heraus, misslungen. Sehr seltsam. Auf jeden Fall. Wie riesig da manche Käfer sind und dann hast du da so auch Wolfsspinnen, die dann auf einmal gefühlt nur die Hälfte von dem Käfer sind. Nicht mal die Hälfte von dem richtig, Käfer. Richtig, die müsste eigentlich größer sein. Genau das gleiche mit dem Marienkäfer. Warum ist der Marienkäfer so klein? Das verstehe ich nicht. Oder der Gecko. Der ist ja auch nicht so groß eigentlich. Ich habe mich mal informiert. Der ist wirklich klein. Aber ja, nicht so klein. Was ist los? Bist du ins Wasser gefallen, ne? Ich habe nach irgendwo nach oben geguckt. Da fall ich immer ins Wasser. Deswegen bin ich ein bisschen weiter links gelaufen. wiederum finde ich, die Spinnen sind hier besser gelungen von der Größe her. Aber vom Gruselfaktor finde ich die bei Smallland irgendwie realistischer. Also hier, die Bewegungen sind klasse. Alle beide Spiele haben... Weglauf, sie kommen. Nein, sie kommen, lauf. Ich finde die hier gruseliger. Allein schon wegen den Geräuschen. Ist sie wieder weg? No water filtration tablets needed. Also beides haben was Gutes. Also ich finde die Wolfsspinne hier sehr gut gelungen. Die Wolfsspinne im Smallland sieht ein bisschen unspektakulär aus. Dafür ist die schwarze Witwe dafür so ein bisschen... Hat diesen Wow-Effekt. Ein Für und Wider. Wie mache ich das nochmal? Reparieren? Wie repariere ich nochmal Sachen? Ich habe es vergessen. Ach nee, Rüsselkäferfleisch habe ich keins. Hat jemand Rüsselkäferfleisch? Du? Warte. Ich brauche 2 Stück. Nee, ich habe nur den Rüsselkäferrüssel. Mist. Rüsselkäferrüssel. Die Bossspinne. Haben wir noch nicht gesehen. Die Bossspinne haben wir noch nicht gesehen. Da sind wir noch nicht angekommen. Wir haben noch. Das kommt morgen übrigens. Morgen werden wir die Bossspinne, die Albino-Spinne besuchen gehen. Ich habe random mal eine Riesenspinne gefunden, aber das war nicht im Sumpf hinten. Das war ganz am Anfang, im Anfangsgebiet bei irgendeinem großen Baum, den du beanspruchen konntest. Am Fuße des Baums war die, ne? Ja, unten drunter so. Ich werde wahrscheinlich gar nicht Smallland spielen. Zumindest nicht in naher Zukunft. 20 Jahre später. Schockt mich immer noch nicht zu sehr, das Spiel. Habt ihr das schwarze Ameisenschild? Ich hab das, ja. Okay, nee, ich hab nur das Rüsselkäferchen. Ich glaube, wir sollten echt dieses Schwarzameisenschild mal machen. Sollen wir ganz kurz ein paar Schwarzameisen prügeln gehen? Weil das ist Stufe 2. Wir haben auch kein Bärenleder mehr. Also gehen wir jetzt zum Labor. Wir müssen also das. Wollen wir jetzt da runter, ja? Ja. Nochmal schlafen und dann. Ein paar Verbände. Ja, ein paar Verbände bräuchte ich auch. Aber da haben wir genug erstmal. Pfeile von uns. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben keine Disteln mehr, kann das sein? Disteln? Die hatten wir mal hier in der Kiste, aber es kann nicht. Ja, setz ja auch den Spawnpunkt. Den Smallpunkt. Wie tun wir nochmal alle Sachen auf einmal rein? Das war ja die Taste. N. So, jetzt habe ich so viel reingetan, wie ich eigentlich gar nicht reintun wollte. Was waren die Ameisen nochmal hier? Was sie braucht? Stechen. Stechen, irgendwas, ja.
Steckt also mal, so mal ein stärkerer Speer wäre schon mal nicht schlecht. Ja, ich bin auch seit gefühlt 10.000 Stunden mit der gleichen Waffe unterwegs. Gibt schon tausendmal bessere. Ich guck mal, was ich da bei der Stechmückenrapier wäre nicht schlecht. Gucken. Aber da ja, brauchen wir Rost dafür. Gucken, was kann man denn da was für 3. Hab ich. Ja. Ah, das Stechmückenrapier. Das ist ja cool, ne? Ist das das, was ich habe? Das ist, was ich gerade gemeint habe. Vor 5 Sekunden. Ich hab die Stechmückennadel. Ja, das soll. Was brauchen wir denn dafür? Rost? Ja, ah, ja, stimmt, ja. Das hast du ja gesagt gehabt, ja. Stachelspeer hab ich. Wo krieg ich denn Rost her? Das ist hier von den Nägeln. Da brauchen wir Stufe 3 Werkzeug. Ja, wir werden nicht drum herum kommen. Wir müssen jetzt den Dungeon machen. Was haben wir denn für eine welche Stufe ist eigentlich unsere Waffe, die wir hier haben? 2. Okay, das geht ja noch. Von 2 bis 3 ist jetzt kein großer Unterschied. Hier ist doch nur. Von der Biene. Genau, der Ameisenlöwen-Großschwert. Ja, das kommt in der Wüste. Ja, das wird das. Die Viecher hasse ich so wie die Pest. Hattest du eigentlich mal was gesagt, ob der überhaupt noch kommt? Nö, ne? Es ist arbeitstechnisch was dazwischen gekommen. Ich weiß nicht, ob er kommt. Noch später. Der arme Kerl. Die Amis haben irgendwie Probleme. Amis haben generell Probleme. Doch. Nein, Schnur, du brauchst nicht Nein schreien. Schon mal fort. Tschüss. Nein, doch. Oh. Ich brauche noch ein bisschen was zu futtern. Nein. Und dann können wir los. Ich könnte den Stachelspeer craften. Hast du den gerade gecraftet? Den habe ich schon. Den habe ich die ganze Zeit. Ist der gut? Ja. Ja, du hast recht. Flink. Oder soll ich den roten Ameisenkeule lieber nehmen? Das ist ja nicht stechen. Ja, ja, so, okay, für die Ameisen ist jetzt Stachel. Sind stechen. Und das ist dann der Speer, ja? Ja. Aber dann habe ich ja auch mein Stechmückennadel-Dingsbums ja auch stechen, oder nicht? Ja. Ja. Dann lasse ich den lieber, brauche ich nicht 2 haben. Macht der nicht sogar hier Vampir oder so? Ja, der macht. Ja, der hat Lebensentzug. Richtig. Ja. Reparier den einfach. Ah, ne, der ist ja fast voll, sehe ich gerade. Habe ich gerade schon repariert. Ich muss kurz was mumpfen. Ich nehme jetzt einfach 45 Pilze mit. Muss reichen. Und ich habe noch was gekocht hier. Ich muss noch was trinken. Jetzt ist schon am Gehen, was ist denn da kaputt? Könnt ihr nochmal die. Oh, ich ist ja schon gesoffen worden. Gut, dann mache ich das. Ich habe Smoothies gemacht für uns noch zum Kämpfen dann. Wir müssen noch dieses hier, wisst ihr noch? Grobes Seil. Die Seile müssen wir noch machen. Wisst ihr noch, da brauchen wir auch 10.000 Stück davon. Ach so, für die. Beim Picknicktisch. Bei den Ameisen. Ameisen, Bienen oben. Ist das richtig? Winde. Irgendwas mache ich da falsch wieder. Oder? Nee, steht doch her, Seite. Manchmal vertue ich mich da, weil man 2 Sachen ja da reinstecken kann. Na. Steckt es wieder überall was rein. Ja, das mache ich am meisten. Das macht mir am meisten Spaß.